Tadesse, du bist schon viele, viele Jahre im Laufsport unterwegs, hast schon viele verschiedene Laufschuhmodelle, bist zigtausende Kilometer gelaufen, hast schon viele Laufschuhe vernichtet. Ja. Du hast einen Schuh in der Hand, der eine ganz neue Generation Laufschuhe bedeutet. Mhm. Wenn du so alleine die letzten 10 Jahre betrachtest, was hat sich ganz grob verändert bei Laufschuhen? Was ist neu? Also ich bin seit Januar mit der neuen Firma aus der Schweiz On gelaufen und die neue Schuhe ist jetzt die Cloud Eco 2.0, das ist diese und das ist ganz neu gekommen und ich werde mit diesem in Olympia laufen und ja, gut von dem ist, dass gleich wie Vaporfly oder wie Adidas die Carbon hat. Und die Vorteil ist, dass der vorne voll konstant ist, kann man nicht beenden. Und ist ganz neu und ich bin gespannt. Ja. Glaubst du, dass er die Vorteile bringt in der Geschwindigkeit? Ja, sicher. Ich habe schon ein paar Mal gerannt mit und ich habe nicht den Vaporfly probiert, aber mit Adidas war ich schon letztes Jahr gerannt und ich habe fast gleich Gefühl gehabt. Und mhm. Vor allem die Komfort ist, die Stabilisation ist mehr mit ON bin ich gut. Und ich habe gute Vertrauen. Ja. Hat das auch Einfluss auf die Ermüdung, dass du spürst, länger schnell laufen zu können? Dass vielleicht insgesamt ist der Bewegungsapparat langsamer ermüdet dadurch? Ja, das müssen wir, ich denke, ganz lange Kilometer laufen. Und dann ich bin maximal 35 Kilometer mitgerannt. Und bis dahin ist sehr gut und der Feedback ist auch gut. Und ich bin gespannt auf der Marathon-Distanz mitzulaufen. Ja. Vielen Dank. Danke.